Hey, Yuri. Ich will zur Bowery, damit Michaels, naja, sicher in sein neues, sicheres Versteck kommt. Lass das lieber. Silver Sable war deutlich. Du bist nicht willkommen. Tja, herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Erschießen? Ernsthaft? Ich würde es ihr zutrauen. Ach, gut. Ich bleib in der Nähe, aber nicht zu nah. Nur für den Fall. War das hier oben? Das ist die Bowery. Alarmbereitschaft. Raubüberfall auf. Wir sind dann bereit, Dr. Michaels. Ist das der Teufelsatem? Oh. Es heißt GR27 nicht. Seien Sie vorsichtig. Der Teufelsatem. In den falschen Händen könnte es... Keine Sorge, wir sind die Besten der Welt. Da fühle ich mich gleich besser. Code 381, Paket ist unterwegs. Geht da jetzt bestimmt was schief. Warte hier in dem Chinesenviertel. Was zur Hölle ist das? Oh. Wir haben richtig Bock. Feinde. Paket sicher. Der sah gerade komisch aus. Aber eher so Grafik von PlayStation 1. Willkommen an Bord, Doktor. Ja, sicher doch. Hat man ja gesehen, wie die das machen. Holen wir uns das Ding mal wieder. Yuri, ich verfolge Martin Lee. Ich glaube, er hat Dr. Michaels und den Teufelsatem. Verstanden. Schicke dir mehr Einheiten. Michaels lebt noch. Das ist gut. Wahrscheinlich möchte er ihn zwingen, den Teufelsatem herzustellen. Ich muss diesen Laster aufhalten, oder Panzer, oder was das ist. Ich kann sicher hinten rein. Mein Gott, wie viele sind denn hier drauf? Wow, wow! Da drin ist eine biologische Waffe! Alle Einheiten, Feuer! Wow! Warum schießen denn alle plötzlich mit Raketen? Spider-Man, wegbar! Behindest uns das Einsatz hier! Sorry, aber bei Operation Raketen in Manhattan bin ich nicht dabei! Die ganze LKW-Fahrer, Leute, oder was? Muss die Jungs in den Wagen erledigen, bevor ich mir Lee hole. Wow! Ja! Hey! Aufhören! Was zum... Och nee. Du wärst ein falscher Typ. Machen wir schnell! Dein Boss wartet auf mich! Feuer der Rasen! Sable! Ihr bringt noch jemanden um! Ziel verloren! Neu erkannt! Der Retter naht! Er wird kommen und alle Sünder vernichten! Da kam er schon. Sorry!
perfekte Zeitpunkt gewesen. Lee, geben Sie's her! Bremsflüssigkeit! Wie sieht's aus? Hast du Lee erwischt? Ich arbeite dran! Ja, das nehme ich. Was machen Sie mit mir? Ich gebe dir eine neue Perspektive. Was zum Teufel? Ich muss ehrlich sein. Ich habe jetzt auch den Scheiß kriegen. Dich herzubringen. Meine Fähigkeiten verleihen mir eine gewisse Überzeugungskraft. Ich habe dich beobachtet. Ich habe am Rathaus auf dich gewartet. Du bist nicht gekommen. Wo warst du? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Wirklich zu schade, dass so viele starben und sie kein Held rettete. Der Officer hat dir das Leben gerettet, nicht wahr? Er war deinetwegen hier. Ist aber ein Arschloch, der Typ. Und Norman wollte ihn benutzen. Am Ende war es vergebens. Und was hat Norman überhaupt gemacht? Er ist weggelaufen wie eine Ratte. Er wusste, was passieren würde und ist geflohen. Norman ist für diese Stadt wie Krebs. Er muss vollständig entfernt werden, damit er niemals zurückkehrt. Er versteckt sich hinter seiner Lügenmaske. Ich werde sie zerbrechen und ihn ans Licht zerren. Setz sie auf! Werde einer von uns! Danke, ich verzichte! Ja! So oder so, du wirst zu mir kommen! Komm her! Oh. All die verlorenen Seelen! Die Unschuldigen, die du nicht retten konntest! Martin! Ihr Blut klebt an ihren Händen! Du kannst Osborn aufhalten. Du bist stark genug. Den Willen gebe ich dir. Sie was ist denn los hier? In den Gassen und du hast nichts getan. Ich kann nicht alle retten. Was ist schon ein Leben? Tauschen wir. Ein Leben für eine Stadt voller Seelen. Du verteidigst Osborn oben in seinem Elfenbeinturm? Das ist nicht echt. Zeig mir deine wahre Kraft. Bloß. Die Schatten sind meine Diener und ich. Junge, was geht denn hier? Die Maske. Ich muss die Maske zerstören. Ich hole sie aus der Dunkelheit, Martin. Unmöglich. Sie können zurück ins Licht kommen. Nein. Junge, was war das denn?
Alles okay? Haben die es? Ja. Wie besorgt muss ich sein? Sehr. Sehr, sehr oder nur sehr? Sie sind ein gefragter Mann. Wo ist das Serum? Weg. Didiskoja. Ein toller Superheld. Du glaubst, Leute zu retten und machst alles nur schlimmer. Das ist deine Schuld. Ey. Meine Schuld? Er stand unter eurem Schutz. Brauchst du wirklich zwei davon? Stopp! Wir müssen Mr. Osborn informieren. Ich gehe mit ihr. Danke. Das vergesse ich nicht. Gerne. Yuri, sag mir bitte, dass du weißt, wo Lee ist. Yuri, bin wieder da. Du sagtest, es gibt einen Hinweis auf Lee? Wir haben ein Video von jemandem im Café. Offenbar ist er nach dem Unfall in eine schwarze Limo gestiegen. Schwarze Limo, super. Lass mich auf. Hier ist er. Mist, der Teufelsatem ist weg. Der meint, er lässt ihn da liegen. Vorwarnen. Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Was hast du nur vor, MJ? Jetzt müssen wir uns jetzt wieder herumschleichen. Laut Standish suchen die Dämonen etwas in Grand Central. Aber was bitte könnten sie dort brauchen? Sollte wohl Peter anrufen und ihm sagen, was ich gerade mache. Obwohl, lieber nicht. Er würde mich sowieso nur nach Hause an meinen Laptop schicken. Ich schaue mir das schnell an und lass ihn wissen, was ich finde. Oscorps Entwicklungsteam arbeitet eifrig an einer radikal neuen Form von Batterie, die sich selbst mit Hilfe von Schallwellen. Oscorps patentiertes Arsenal intelligenter, sensorbestimmter Munition reduziert Kollateralschäden auf die Schlachtfeld. Oscorp 94% cool. Jetzt alles hier angucken. Okay, das ist geisteskrank. Probieren Sie es selbst aus und sehen Sie, wie Oscorps revolutionärer Planverstärker Fokus stärkt das Unglaublich. System Ihres Körpers, damit Sie mehr als 72 Stunden wach und aktiv sein können. Von Kratos bis Sehr schön. Dieses Verteilgerät für Gaia-Mikroben setzt spezielle Mikroben in der Atmosphäre frei, die dafür sorgen, dass unsere Ozeane und Flüsse sauberer sind als jemals seit Menschengedenken. Oh. Mr. Lee. Der Gauner. Es wird für alle leichter, wenn du ruhig bleibst und tust, was ich sage. Polizei! Hier drüben! Schieß einfach. Nein! Ah, moi! Bürgermeister Osborns Büro? Geben Sie mir Bürgermeister Osborn. Und Sie sind? Der Mann, nach dem er sucht.
Was wollen Sie? Gute Beschreibung. Seien Sie am Grand Central Terminal. In 30 Minuten. Allein. Oder noch mehr Blut klebt an Ihren Händen. Oh, Scheiße. MJ, bin unterwegs. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber beeil dich. Ich mach so schnell es geht. Was tust du in Grand Central? Erklär ich später. Hör zu, Lee hat vor, den Teufelsatem freizusetzen. Du musst sofort weg da! Das wird er erst tun, wenn Norman Osborn hier ist. Moment, das war sicher die ganze Zeit Lees Plan. Er wollte Norman zwingen, den Teufelsatem freizusetzen, damit er schuld ist. Er gibt irgendwie Sinn, wenn man einem Psychopath ist. Drohen. Gut, ich bin hier. Komme jetzt rein. Sollte ich auf irgendwas achten? Da sind wohl ein paar Drohnen auf Streife. Er weiß offenbar, dass du kommst. Keine Angst, ich bin im Lüftungssystem. Siehst du einen sicheren Ausgang? Bitte, tun Sie uns nicht. Einen sicheren Ausgang, ja, da. Südwestliche Ecke. Bin schon unterwegs. Wenn ich näher komme, sehen die Drohnen mich. Siehst du dieses Tablet da? Das steuert die Drohnen. Kommst du daran? Ja. Wenn du sie ablenken kannst und es überlebst. Bin bereit. Sag Bescheid. Okay. Ich bin bereit. Achtung. Danny, wir! Kann ich lieber als Spider-Man spielen? Gut. Weiter. Ach, der Idiot. Moment! MJ, was machst du denn? Beruhigen wir uns alle erstmal. Ding! Burbanje, ich bin Reporterin. Ich habe Kontakt zu Bürgermeister Osborn. Ich kann dafür sorgen, dass er kommt. Pünktlich. Wie? Zuerst lass ihn gehen. Li Shensen, dieser Gizhi sagt, er weiß, wie er nach Osborn kommt. Zumin. Bring ihn nach hier. Mit anderen Leuten. Li Shensen kommt sofort hierher. Habe ich das Tablet jetzt? Sie kommen, springen über das Geländer. Danke, Spider-Man. Sie dürfen mich nicht sehen. Hier raus. Was ist mit dem Teufelsatem? Ich hole ihn später. Nein, wir sind Partner, weißt du noch? Können wir später streiten? Die Leute könnten sterben, wenn wir ihnen nicht helfen. Und du auch. Das werde ich nicht zulassen. Nein. Ich habe mich selbst reingeritten und komme auch selbst hier raus. Was meinst du mit dich selbst reingeritten? Das ist aber ein Dickschädel. Zu viele. Dann erledigen wir sie doch einfach. Lautlos. Sehr gut. Schnapp ihn dir! Schalt ihn aus! Nimm den auch mit. Versuch diese Gruppe zu trennen. Ich versuch mal sie zu... Jetzt! Pack ihn!
Die ist lautlose immer. Ey, den wollte ich doch gar nicht. Los! Und ich den da hinten auch direkt? MJ, wusstest du, dass Lee hier ist? Nicht so richtig. Was soll das heißen? Ich dachte, dass irgendwas passiert, aber nicht so. Warum hast du nichts gesagt? Wir sind doch Partner. Hey, Partner vertrauen einander, Peter. Was soll das heißen? Ich vertraue dir. Ja, wenn ich zu Hause an einem Laptop sitze. Ach, komm schon. Können wir jetzt bitte weiter die Stadt retten? Schalt ihn aus! Okay. Nimm den mal irgendwie. Los! Da hinten, der muss auch weg. Jetzt! Kann man den nicht nehmen, oder? Muss an ihm vorbei. Bin bereit. Orange ob das so gut geht. Fuck. Nutz die Chance. Beschäftige sie. Ich übernehme den Teufelsatem. Weißt du, was du da tust? Nein. Aber hat mich das jemals aufgehalten? Okay, was siehst du? Oh, okay. Blau ist wohl mit der Batterie verbunden. Gelb mit einem Lüfter. Rot hat ein kleines Ausrufezeichen. Gut. Du musst als erstes die Kabel von der Batterie trennen. Folge den Kabeln bis ans andere Ende und löse sie. Okay, trenn die Kabel von der Batterie. Blau. Ja, dann wird scheiße. Trenn die Kabel von der Batterie. Das war so klar. Okay, was siehst du? Da sind vier Kabel. Zwei blaue, ein... Oh, okay. Okay, also das... Blau ist wohl... Okay, erstes Kabel getrennt. Und dann müsste der gewesen sein. Was? Der Timer steht jetzt auf 30 Sekunden. Eine Sicherheitsmaßnahme. Und was jetzt? Der Lüfter? Ja, und dann das letzte Kabel. Aber beeil dich. Okay, jetzt das rote. Geschafft. Gut gemacht. Wow. Sei Dank. Ja. Bringen wir jetzt die Leute hier raus. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich wusste, dass ich da direkt am Anfang auslösen werde. Okay, ich mach den Weg frei. Aber bitte leise. Alles klar. Na komm. Haben Bayman Antoine? Muss vorsichtig sein, sonst werden die Geiseln verletzt. Okay, war glaube ich nicht so gut.
Ne, das war schon. Schwerer wieder. Okay, MJ, Zeit zu gehen. Verstanden. Leute, alle hier los! Na gut, ich dachte, die Mission wäre wieder beendet. MJ, hast du es geschafft? Ja, alle in Sicherheit. Gut gemacht. Hey, Peter. Ja? Nach der Sache sollten wir beiden reden. Ja, sollten wir. Kommen wir her. Aber zuerst tritt Lee in den Hintern. Mit MJ sollte man es sich niemals verscherzen. Ob es mich heute wohl erwischt hat? Weg, der ist fertig. Dass Grand Central den größten Keller in New York City hat? Verrückt, was? Da unten würde die halbe... Oh nein. Nein. Okay, Jungs, kleines Quiz. Wusstet ihr, dass Grand Central den größten Keller in New York City hat? Verrückt, was? Da unten würde die halbe Brooklyn Bridge reinpassen. Aber sowas bauen die heute gar nicht mehr. Früher waren die Keller in New York einfach tiefer. Naja, so ein Quiz macht Spaß, aber ich muss euren verrückten Boss davon abhalten, die Stadt zu zerstören. Bringen wir es zu Ende. Fluchtplan welchen ist der Zug? Zug. Er darf nicht entkommen. Wo ist denn hier der Zug? Der Bahnsteig ist offen. Da ist sicher auch Lee. Der Zug bewegt sich. Lee entkommt. Gut, also. Endlich. Sorry, bin zu spät. Passiert mir dauernd. Okay, mein Abwehren habe ich jetzt scheinbar nicht so.
Kann ja auch keine Netze nehmen und alles. Das. Ich begleiche eine Schuld. Oh ja, ja. Komm jetzt, Martin. Kämpf. Ich bleib wohl besser auf Distanz. Hat nicht geklappt. Ich sollte besser abwarten. Oh, Scheiße. Er ist wehrlos. Er wird wohl langsam müde. Ach, zur Decke springen. Och, Mann. Meine Chance abwarten. Sie sind krank. Ich will Ihnen helfen, Martin. Ich glaube, dem kannst du nicht mehr helfen, dem Mann. Meine Güte. Ich will Ihnen nicht wehtun! Nichts kann mir wehtun. Nicht mehr. Ah, der Strom kann wehtun. Keine Bremsen? Kein Problem. Ist er jetzt tot? Das hat letztes Mal funktioniert. Juri, bauen Sie noch an der 42. und 1.? Ja, da ist noch ein Brand geschlagen. Wieso? Boah. Oh, ist der doch nicht tot. Nächster Halt. Knast. Mein Gott, kann er denn bleiben? Das ist der Teufelsatem. Bringt die Ladung zurück ins Labor. Bewegung!
spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Hey, ich bin's. Sag Bescheid, wenn du reden willst. Und das ist jetzt nicht reden? Nein, 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 nicht die Art von vorbei! Bitte sag nein, bitte sag nein. Okay, okay. Da freut er sich. Oh. Und nicht okay. Was gibt's da nachzudenken? Oh, ach ja? Junge, die spielt mit ihm. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Sie kommt ins Raft. Der Teufelsatem ist sicher bei Sable. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Wie viel Zeit hast du? Nicht viel. Deine Heldentaten sind mein Papierkram. Aber weißt du was? Gute Arbeit. Danke, Yuri. Das habe ich gebraucht. So, Freunde. Danke fürs Zuschauen und Einschalten. Wir sehen uns. Wir hören uns in der nächsten Folge. Wird Zeit, wieder der freundliche